Ich habe was entdeckt im Internet. Ich möchte was fürs Gesundheitsmanagement machen in der Apotheke bei mir, für die Mitarbeiter, und bin auf Jobrad gestoßen. Das ist so einfach im Internet. Man kriegt gleich Papiere, es ist ruckzuck getan. Und dann habe ich gefunden, dass ihr das macht. Kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen? Ich finde das ganz toll. Ja, das ist richtig, Christina. Bei uns, die Mitarbeiter, die haben sich sehr früh schon dafür entschieden. Wir machen das seit 2 Jahren. Und es haben insgesamt 12 Mitarbeiter sich schon ein Jobrad geleast, sozusagen. Super. Über unsere Firma. Ja. Das ist so, du meldest dich ganz einfach im Internet an als Firma, registrierst dich dort. Das habe ich sogar schon gemacht, genau. Ja, perfekt. Und dann kannst du deinen Mitarbeitern sagen, geh zu einem der über 6000 Fahrradhändler, such dir ein Fahrrad aus, beliebige Marke, beliebiges Produkt, und du als Arbeitgeber kannst noch entscheiden, ob du das noch finanziell fördern möchtest oder nicht. Mhm. Der Staat fördert es, indem es aus dem Brutto geht, aus dem Bruttoarbeitslohn, und dann eine Versteuerung nur zu 0,25% aktuell vom Bruttolistenpreis sozusagen stattfindet, super, als Firmenfahrzeug sozusagen. Und sag mal, ist das tatsächlich so, dass die einen Full-Service haben? Das heißt, die müssen sich um nichts kümmern. Ja. Die kriegen Inspektionen, das Fahrrad ist immer am Laufen, und wenn die eine Panne haben, dann ist da so nach dem Motto rund um die Uhr in Anführungsstrichen. Also die haben dann auch eine Form von Mobilitätsgarantie. Mhm. Stimmt das? Also eine Inspektion kann man dazu buchen, das ist richtig. Mhm. Ist aber jetzt nicht so wie beim ADAC, dass man dann abgeholt wird. Also das ist leider noch nicht eingerichtet in Deutschland. Mhm. Das gibt es noch nicht. Aber der Inspektionsservice kann dazu gebucht werden. Eine Versicherung muss man dazu buchen, weil wenn das Fahrrad mal geklaut wird, muss auch ein entsprechendes Schloss dabei sein. Das ist ganz wichtig. Das muss auch mitkaufen, weil es ist versichert über eine Versicherung. Okay. Und wir hatten zum Beispiel schon einen Diebstahlvorgang und die Abwicklung hat reibungslos funktioniert, muss ich sagen. Christina, wir haben sogar unseren Mitarbeitern einen Unterstand für die Fahrräder gebaut. Super. Das haben die Mitarbeiter selbst entworfen und aus unserem Material, aus dem GFK, Glasfaserkunststoff, selber aufgebaut. Und so können die Fahrräder hier sicher und vor Wind und Wetter geschützt stehen. Das sind ja oft sehr hochwertige Fahrräder, also die meisten E-Bikes, die kosten hier zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Mhm. Das stellt ja auch schon einen gewissen Wert dar. Ja. Und der muss natürlich entsprechend auch gesichert werden. Und hier ist er vor Wind und Wetter geschützt. Ja. Und ja, die Mitarbeiter können dann auch mit einem trockenen Sattel und Lenker nach Hause fahren. Dann muss ich mir noch mal was einfallen lassen. Genau. Da bin ich noch nicht ganz raus aus der Nummer, das habe ich noch nicht geklärt. Können wir dir helfen. Ja, das ist toll.